Herzlich willkommen zur Techniklot 130. Wir zeigen euch heute das neue Smartphone LG G2. Techniklot wird präsentiert von hardwork.com. Mach dein MacBook zur SSD-Rakete. Von LG. Das G2. Ja. Ja, die Koreaner geben richtig Gas. Nicht nur Samsung ist dabei, ständig neue Smartphones zu bauen. Für jede Zahl gibt es eine Screengröße. Mhm. Auch LG, die ja auch aus Südkorea kommen, bauen kräftig Smartphones. Und jetzt haben die Koreaner ein neues Smartphone vorgestellt, das LG G2. Ja, hat nichts mit dem G3 zu tun, was es bei der Bundeswehr als Schießgewehr gibt. Das ist... Obwohl es auch ziemlich groß ist, egal. Es ist nämlich 5,2 Zoll groß. Also fast schon Tabletgröße. Ja, genau. Ich scroll mal runter die Seite. Ja. Die ist eigentlich ganz nett. Ich finde, es sieht auch echt schick aus. Wiegt fast so viel, ein Ticken mehr als das iPhone 5. Ja. 141 Gramm, glaube ich. Lässt sich mit Klopfgesten aufwachen. Ja. So nach dem Motto, würdest du auf dein Smartphone klopfen? Nee, geht ja kaputt. Ja, wahrscheinlich. Hat keinen Stock Android drauf, also das von Google bereitgestellte Betriebssystem, ja, sondern wieder so eine kleine Modifikation. Genau. Und hat die Tasten hinten? Ist, genau, hat keine einzige Tasten vorne oder an der Seite, sondern nur hinten. LG sagt, die haben ganz viele Studien gemacht und das sei alles nur, also irgendwo Tasten an der Seite oder so seien nur Irritation für die Nutzer, also alle Tasten hinten. Wie dem auch sei, man kann sich ja viel ausdenken, wenn der Tag lang ist. Ja, 13 Megapixel Kamera haben die hinten zum Beispiel, soll sehr gut sein, gute Bilder machen. Hier gibt es ein Feature auf der Website, das heißt Audio Zoom. Ich schätze mal, dass man da wirklich dann auf einen zentralen Punkt steuern kann, sodass der das Mikrofon ein bisschen besser ausrichtet. Müsste man wirklich im Test sehen, ob sich das bewährt. Finde ich nicht schlecht, das Feature. Ja, ansonsten sieht das eigentlich gar nicht so schlecht aus. Erinnert so ein bisschen an Samsung-Smartphones. Ja, genau. Erinnert wirklich an Samsung-Smartphones. Und was ich wirklich schick finde, ist, dass der Rahmen an der Seite so dünn ist, dass er fast eigentlich nicht existent ist. Wenn das nochmal, da sieht man übrigens die Taste hinten. Also Tasten. Ja, ist so ein Scrollrad, denke ich mal. Und dann hoch und runter irgendwie sowas, ne? Oder die Lautstärke-Taste. Ja. Aber was man, vielleicht nochmal ein Bild gleich mit einem Screen drin, dass die Ränder einfach so unheimlich dünn sind. Ne? Also das sieht schon richtig cool aus, man sieht es da. Genau, da sieht man es. Stimmt. Ja, absolut. Ist nicht schlecht. Ja, mit Klopfgesten aufwachen. Dann schauen wir uns vielleicht nochmal die Specs an. Für alle Freunde. Es hat eine Full-HD-Auflösung 1920x1080. Kann sie also sehen lassen, native Full-HD-Filme schauen. Gibt es mit 32 GB und 16, habe ich gesehen. Richtig, 2 GB Arbeitsspeicher. Mhm. Ja, hat eine ziemlich gute Kamera auch mit 13 Megapixel, hat im Audiobereich, sie sagen, echt einen Hi-Fi-Sound. Müsste man einfach mal hören, aber auch da ordentlich reingepustet in Sachen Hardware. Also insgesamt einfach extrem viel Hardware drin in diesem kleinen, wirklich schicken Stück Hardware. Und ja, also ich kann mir das wirklich gut vorstellen, dass die damit ein bisschen Boden gut machen können. Müssen, die sind drittstärkste Macht so. Genau, sind drittstärkste auf dem Markt, haben nur 5% Marktanteil weltweit gesehen, konnten bisher nicht großartig punkten. Und das soll jetzt mit dem G2, nicht G3, besser werden. Richtig. Ja. Und ich könnte mir vorstellen, dass das durchaus gelingt. Ich wäre mal schön, so ein Ding in der zu testen, in der Hand zu haben. Ja. Vielleicht passiert das ja in nächster Zeit hier bei uns. Ansonsten... Ja, auf t3n.de haben wir auch noch einen Artikel dazu. Und falls das Gerät entgegenflattert, dann natürlich auch weiterhin die Infos dazu. Ne? Richtig. Und zum Abschluss für die Sommerpause. Ja, wir gehen nämlich in Sommerpause. Das heißt, ein bisschen durch Urlaubspause und so weiter und so fort wollen wir euch die Sommerpause natürlich versüßen mit einem kleinen Gewinnspiel. Das haben wir nämlich bei t3n. t3n sagt Dankeschön für all die ganzen Sachen, die ihr uns Gutes tut, nämlich ihr lest uns und schaut uns. Und deswegen gibt es hier ein Gewinnspiel auf t3n.de. Das geht schon eine ganze Weile, geht aber noch, scrollen wir mal runter. 6 Tage habt ihr Zeit, also knappe Woche, das zu machen. Und was gibt es zu gewinnen? Unter anderem ein Thunderbolt-Display. Also, dann gibt es noch 24 Zoll Monitore, dann gibt es noch alle möglichen richtig tollen Sachen. Ja, ist ein Gewinnspiel.
Wird mit getgoods.de zusammen veranstaltet und da solltet ihr auf jeden Fall mal vorbeischauen. Kostet euch keine Mühe. Macht da mal mit. Jo, ansonsten Sommerpause steht bei uns an. Wir sehen uns in 4 Wochen erst. Mhm. Und dann haben wir bestimmt wieder ein Top-Thema für euch. Ja. Denn im September wird Apple so einiges vorstellen. Ja, dann schreibt uns auch unten in den Kommentaren, ob ihr denn willens seid, das LG mal zu testen oder sagt ihr, ne, da bleibe ich jetzt lieber bei meinem Samsung oder Google-Geräten, das ist eh viel cooler. Schreibt es unten in die Kommentare, wir lesen das garantiert durch, auch im Urlaub. Ja, immer, ne? Immer dabei, genau. Ja. Ansonsten, TRN-Magazin steht kurz vor der Vollendung. Ja, die neue Ausgabe erscheint bald. Das heißt, wenn wir dann wieder da sind, können wir euch das gedruckte Heft auch tatsächlich zeigen. Genau, ihr habt ein cooles Cover, wie immer. Ja. Ne? Top Cover, aber ist auch top secret. Ja, wir verraten es noch nicht. Ich kenne es. Ja, ich auch. Also, in diesem Sinne. Das hat auch ein bisschen was zu tun mit diesem Magazin. Ja. Du auch. Ja, noch. Ja, noch. Also, ciao. Ciao.